Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Kolosseum mit Chibi Let's Play im Kolosseum, beziehungsweise im Foyer in Orkus. Und natürlich werden wir uns hier auch wieder eintragen. Dieses Mal für den zweiten Durchgang. Ich bin gespannt, ob wir den dritten und eventuell auch den vierten innerhalb dieses Parts schaffen können. Aber ich kann mir vorstellen, dass das hier doch ein bisschen heikel werden kann. Irgendwie sieht das sehr komisch aus mit diesen riesigen Ketten und dann dieses Neonlicht. Ich werde dich besiegen und dann bin ich die neue Venus. Biker Mooney hat offenbar einen großen Traum. Tanzer und Anorith jeweils bei Level 56. Okay, gut. Nachtara und Psyana werden das schon irgendwie deichseln können. Fente und Psychokinese. So, Nummer 1 ist schon mal platt. Yay, Level 50 für Nachtara. Wunderbar. Als nächstes kommt Ledian. Ein guter Treffer. Tanzer setzt Bodycheck ein. Das kann vorkommen. So, dann nochmal Psychokinese. Und dann haben wir da auch schon mal den gelben Bereich. Und die Spezialverteidigung gesenkt, während es selber die Initiative erhöht. Ja, das ist passiert. So, Nummer 2 ist jetzt auch besiegt. Und dann jetzt mit vereinten Kräften. Aber meinetwegen auch Psyana alleine. Vielleicht reicht das ja auch. Jawohl, alles klar. Nummer 3 ist besiegt. Juhu! Es ist eben nicht einfach, Venus zu werden. Nimm dir lieber ein anderes Beispiel. Ein anderes Vorbild. Oder am besten gar keins und versuch einfach du selbst zu sein. Naja. Egal welches Pokémon du hast, der stärkste Trainer gewinnt. Shigeru. Okay. Papillon und Schniebel. Okay. Geheimpower. Schniebel ist sehr schnell. Okay, Papinella ist auf Anhieb besiegt. Wunderbar. Und Psyana erreicht Level 50. Wunderbar. Ach nee, warum denn Illumisee? Ernsthaft? Ich meine, okay, das kann man leicht besiegen, aber jetzt hatte ich was Spektakuläres erhofft. Naja. Dann ist das halt so. Das war sehr effektiv. Alter. Na gut, wenn du es unbedingt so haben willst. Dir werden wir einheizen.
Ruckzuckhieb. Mhm. Kreideschrei. Ja gut, in der Kombi ist das natürlich, ja. Oh, Vati. Interessant. So, das war die Rache. Und jetzt mit voller Power. Ah, da fehlt wirklich nicht mehr viel. Eigentlich ist der Feuersturm schon sehr übertrieben, aber egal. Lieber auf Nummer sicher gehen, ne? Rasa Shigeru wurde besiegt. Ich hätte eben doch ein Krypto-Pokémon gebraucht. Das würde ich nicht sagen. Das hätte ja auch nicht geholfen. Halbfinale. Was steht da eigentlich in den Kanji? Aber mein Japanisch ist echt eingerostet. Ich kann es nicht genau lesen. Naja. Arbeiter Maloch, der Malocher schlechthin, kämpft mit Volbeat und Groink. Gut. So, das kann jetzt wirklich der Standard-Move schlechthin werden. Mhm. Beide sogar. Und beide auf Psyana. Interessant. Und tschüss. Sechs Erfahrungspunkte mehr. Jetzt kommt Maskeregen. Groink setzt Anziehung ein. Tja, das bringt jetzt wohl nichts mehr. Hey, 1018 Erfahrungspunkte. So, bitte greif an. Nicht dich selbst. Och Mann. Lehmschuss. Mhm. Die haben es aber auch wirklich auf Psyana abgesehen. Irgendein Effekt? Nein. Na komm. Tja.
Xiana ist nicht mehr verwirrt. Sehr schön. Dann kannst du die Runde jetzt beenden. Sehr schön. Gut. Venus, wir vergessen dich nie. Ja. Hey, wir sind im Finale. Juhu. Du hast also Venus besiegt. Na und? Was heißt das schon? Rasa Lipidi. Kämpft mit Ariados und Vulnona. Ich glaube, das sehen wir jetzt zum ersten Mal hier im gesamten Spiel. Ist doch immer nett. Auch mal was Neues. So, dann verwirren wir das erstmal. Ariados kriegen wir mit einer Psychokinese locker weggeputzt. Mach's gut, Spinnchen. Fasteca. Der Feuerwirbel ging daneben, sehr schön. Gut, dann tauschen wir mal aus. Psyana kann raus, dafür kommt Entei rein. Schade. Und dann ausgerechnet auf Entei. Na gut. Ich habe ja gehofft, es würde sich selbst angreifen. Aber hey, es ist paralysiert. Das ist ja prinzipiell auch nicht verkehrt. Wit? Fasteca setzt Erdbeben ein. Das trifft Entei natürlich schwer. Und seinen Partner auch. Das war zu verheerend. Was war das denn jetzt für eine Aktion? Oh, Quaxo. Dem sieht man gar nicht an, dass es mal ein Quapuzzi war. Ich glaube, wir schalten erstmal Fasteca aus, sofern es denn möglich ist. Nein. Irgendwie sieht Quack so voll putzig aus. Ich sehe das so selten als 3D-Model. Oh Gott. Wieder Erdbeben. Ich habe gehofft, es würde was anderes einsetzen. Das ist eine tickende Zeitbombe, ey. Hauen wir erstmal Quaxo weg. Dann erreicht Psyana immerhin Level 51. Drei KP mehr, Verteidigung 2, Spezialverteidigung 4. Ja, wollen wir mal hoffen, dass das ein Vorteil wird. Hier auch KP 3, Verteidigung 1, naja, Spezialverteidigung 3. Aber hey, immerhin habt ihr jetzt beide 51. Vielleicht haut es sich ja jetzt auch selbst. Nein, wieder Erdbeben. Ja, es ist schon besser weggesteckt worden. Hier auch ganz knapp. Eigentlich zu knapp für meinen Geschmack. Wir nehmen Psyana raus. Libeldra rein.
Ich hatte erst gehofft, dass wir es mit Psychokinese irgendwie schwächen können, aber gut. Da du ja sonst nichts anderes einsetzt als Erdbeben, kommt eben die Beldra dran. Nachtara nehme ich auch raus. Suikune rein. So, Feuer Odem. Das Problem ist, wegen der Typ-Kombo wäre eigentlich jetzt eine Feuerattacke ideal, aber die haben wir jetzt leider nicht mehr. Das war nicht sehr effektiv. Vielleicht können wir es paralysieren? Nein, das ist zu viel verlangt. Oh, und es hat keinen Bock mehr. Kamikaze. Alter. Das war maßlos übertrieben, Junge. Nachtara erhält 720 Erfahrungspunkte. Psyana auch. Naja, trotzdem sind wir jetzt eine Runde weiter. Das Problem ist doch, dass du mich besiegt hast. Das Problem ist, dass du dich selbst besiegt hast, aber okay. Naja, Hauptsache wir sind jetzt durch. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg, der sich nicht wie ein Sieg anfühlt. Was für ein phänomenaler Kampf. Dein Preisgeld beträgt 8040 Pokébälle. Pokédollar. Wie komme ich jetzt auf Pokébälle? Ach ja, ja, ich hatte mir aufgeschrieben, kauf mal Pokébälle. Außerdem erhältst du TM 36. Yay. Muss ich nochmal ganz kurz gucken. 36, Matschbombe. Bewirft Gegner mit Matsch, der ihn vergiften kann. Haben wir auch ein paar Mal schon in Aktion gesehen. Kann keiner erlernen. Dann ist das ja auch egal. So. Wie viel braucht er eigentlich noch bis 2? Ja, ist noch ein bisschen. Gut, dann checken wir mal Raikou und Entei wieder nach vorne. Suikune können gerne dahin. Bisschen sortieren hier, bisschen da und dann kann es weitergehen. Was hast du jetzt während von Hüpfer gemacht, Cosma? Egal. Wir nehmen weiter teil. Wahrscheinlich hüpft sie auch nur, weil sie es nicht erwarten kann, uns erneut siegen zu sehen. Ich wünschte, Venus könnte mir zusehen, wenn ich gegen dich kämpfe. Rocker. Warm? Wir hatten schon Wamp, ne? Aber warm? Ich glaube, so langsam gehen den Übersetzern die Namen aus. Oder sind mit dem Kopf auf der Tastatur eingeschlafen. Man weiß es nicht. Ich glaube, wir fritzeln erstmal Tentacha an. Paralysiert ist es auch. Geil. Ja, es war ein guter Stampfer. Aber da merkst du auch schon wieder so einen dezenten Vorteil, was das Level angeht, ne? So ganz dezent. Feuersturm ging daneben. Das kann mal passieren. Daneben Donner, meinetwegen. Wenn du es unbedingt wissen willst. Nein, das ging auch daneben. Was soll das denn jetzt?
Dafür könnte Pudox nicht ausweichen. Nochmal Schlammbad. Was ist das eigentlich für ein Schlamm, wenn er so lila ausfällt? Ja, Smogon ist besiegt. Ist platt. Luft raus, Rauch raus, alles weg. Dann können wir weitergehen. Beziehungsweise in die nächste Runde aufsteigen. Gut, dass Venus nicht gesehen hat, wie ich verloren habe. Ja. Aber vielleicht hat es ja doch. Man weiß es nicht. Ich drück das mal weg. Wenn es um Muskeln geht, dann geht der Text so schnell weg. Warum versuche ich es überhaupt noch? Ah, egal. So, Bodybuilder Triller, Entschuldigung, Triller setzt Smogon und Mashok ein. Entschuldigung. Es komprimiert sich. Okay. Wollen wir mal gucken, ob ein Ruckzuckhieb trotzdem ausreicht. Du setzt mal bitte Stampfer ein. Okay. So, das hat gereicht. Wunderbar. Komm, wir übertreiben wieder, ne? Ah, ist gerade noch ausgewichen. Aber dem weichst du nicht aus. Bäm! ...777 Erfahrungspunkte. Yay! Level up für Entei! Irgendwie kommt mir das jetzt einfacher vor als vorhin mit dem Fostelka. Egal, Bodybuilder-Troller, Triller ist besiegt. Wenn ich den Kampf nicht gewinne, dann nützen mir auch einmal Muckis nicht mehr. Ja, manchmal sollte man auch das Hirn einschalten. Zum Beispiel im Finale. Im Halbfinale, wollte ich sagen. Aber im Geiste bin ich schon im Finale. Auch bescheuert. Nein, ich muss in der Gegenwart bleiben. Ich wollte auch ein Krypto-Pokémon. Sei lieber froh, dass du keins abkriegst. Papunga und Vipitas. Okay. Donner auf Vipitas, Feuersturm auf Papunga. Mhm. Level 58 übrigens, ne? Ist jetzt auch nicht so so einfach zu besiegen. Okay, was kommt jetzt? Schluck weg. Na gut. Hm.
Bis bald. So, das war schon mal ein guter Einstieg. Es ist frustriert, ja. Guter Volltreffer. Oh, nicht schon wieder Angeberei. Boah, Mann. Aber Psychokinese kommt trotzdem zum Einsatz. Wunderbar. Mach das Maul zu. Danke. Hariyama. Janet. So. Alles klar. Na, das kriegen wir schon hin, oder? Jawohl. Es hatte keine Chance. Seien wir mal ehrlich, es hatte doch keine Chance. Es hätte auch zu Hause bleiben können. Ich will ein Krypto-Pokémon. Wieso habe ich kein Krypto-Pokémon? Weil du doof bist. Der Lärm in der Stadt und das Kolosseum haben nichts miteinander zu tun. Nee? Artist? Artista? Naja, gut, was soll's. Das eine ist der Name, das andere ist die Trainerklasse. Ach ja. Gut. Wir verteilen wieder die Attacken. Sie setzen ein. Donner trifft. Golbert ist für sie. Yo. Alles klar. 1080 Erfahrungspunkte. Level up für Raikou. Level 50. Jawohl. Tut mir leid wegen der Geräusche im Hintergrund. Ich versuche mich nur umzusetzen. Mir ist mein Bein eingeschlafen. Das war schon ein bitterer Treffer. Und dann noch vergiftet. Soll man tauschen? Aber Kramux ist ein Flugtyp. Komm, ich wage es einfach. Die Attacke ging daneben. Na toll. So. Dann hier, Plex. Fente. Na gut. Hast gewonnen. Ich konnte nicht anders. Ich habe in diese roten Augen gesehen. Und musste es einfach tun. Doch alle drei haben rote Augen, ne? Das fällt mir jetzt erst auf, nach so vielen Jahren. Was? Alle Betroffenen gehen nach 3 Runden K.O. Ja, gut, toll.
Abgangsbunt ist so eine gemeine Attacke. Und dann noch Horrorblick in Kombination, dass man eben nicht tauschen kann. Nett. Abgesang, Entschuldigung. Abgangsbunt ist die andere Attacke, die bei Einsatz den Gegner mit in den Tod reißt. So, für dich gibt es leider keinen Gesang mehr. Lichtschild wird dir hoffentlich nicht mehr viel bringen. So, Platsch. Okay, wir haben es geschafft. Yay! Artista wurde besiegt. Oh nein. Tja, schön. Lief doch gut. Jetzt hätten wir zwar noch einen Durchgang, aber den mache ich dann doch im nächsten Part. Herzlichen Glückwunsch für deinen Sieg. Das Preisgeld beträgt 7576 Pokédollar. Außerdem erhältst du nun die TM30. Yay. Was ist das? 30 Spukball. Ein dunkler Klumpen, der Spezialverteilung senkt. Typ Geist kann aber von Nachtara gelernt werden. Und von Psyana eigentlich auch. Ich überlege ja immer mal wieder, ob man da vielleicht was ändern könnte bei Nachtara. Wieso steht hier die Stärke nicht? Achso, nee, das ist der Konfusstrahl schon. Ich war jetzt so auf den Text fixiert, dass ich jetzt gar nicht gesehen habe, wo der rote Balken ist. Stärke 80. Finte und Biss sind jeweils 60. Das Problem ist, die beiden Attacken haben ja wirklich ihre Vorteile. Und das andere Problem ist, es ist eine Geistattacke, keine Unlichtattacke. Step fällt aus. Aber wenn man den Spezialverteilungswert senken kann... Okay, wisst ihr was? Ich überlege das am besten während der Pause und nicht jetzt. Ich breche hier nochmal ganz kurz ab. Nicht erlernen. Die TM behalten wir erstmal für uns in der Tasche. Und du machst aber wirklich komische Hopsa-Mädels. Egal. Leute, danke fürs Zusehen und schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir den letzten Durchgang hier im Kolosseum beschreiten. Also bis bald und Chibi Tschüss!